Frau Trude. Es war einmal ein Aber das Mädchen kehrte sich nicht an das Verbot seiner Eltern und ging doch zu der Frau Trude. Und als es zu ihr kam, fragte die Frau Trude, »Warum bist du so bleich?« »Ach«, antwortete es und zitterte am Leibe, »ich habe mich so erschrocken über das, was ich gesehen habe.« »Was hast du gesehen?« »Ich sah auf eurer Stiege einen schwarzen Mann.« »Das war ein Köhler.« »Dann sah ich einen grünen Mann.« »Das war ein Jäger.« »Danach sah ich einen blutroten Mann.« »Das war ein Metzger.« »Ach, Frau Trude, mir grauste. Ich sah durchs Fenster und sah euch nicht, wohl aber den Teufel mit feurigem Kopf.« »Oho«, sagte sie, »so hast du die Hexe in ihrem rechten Schmuck gesehen. Ich habe schon lange auf dich gewartet und nach dir verlangt. Du sollst mir leuchten.« Da verwandelte sie das Mädchen in einen Holzblock und warf ihn ins Feuer. Und als er in voller Glut war, setzte sie sich daneben, wärmte sich daran und sprach, »Das leuchtet einmal hell.« Das war ein kurdisches Lied, eine Gemeinschaftsarbeit von Georgi Iwanowitsch Georgiev und Thomas D. Hartmann. Die beiden russischen Komponisten arbeiteten in den 20er Jahren am Institut für die harmonische Entwicklung des Menschen bei Paris und schufen dort gemeinsam etliche Musikstücke aus der imaginierten Tradition anderer Kulturen. Ihre Lieder begleiten uns heute durch den Abend. Die Pianisten dieser Aufnahmen sind Linda Daniel Spitz, Charles Ketchum und Lawrence Rosenthal. Im HR2 Pfingstprogramm stellen wir Ihnen heute zu dieser späten Uhrzeit ganz besonders schaurige Märchen vor. Die Frau Trude und ein Kind, das nicht auf die Eltern hörte, haben Sie vorhin schon kennengelernt. Jetzt liest Henning Fenske noch ein weiteres Märchen der Brüder Grimm, das von einem eigensinnigen Kind handelt. Das eigensinnige Kind.
Es war einmal ein Kind eigensinnig und tat nicht, was seine Mutter haben wollte. Darum hatte der liebe Gott kein Wohlgefallen an ihm und ließ es krank werden, und kein Arzt konnte ihm helfen, und in kurzem lag es auf dem Totenbettchen. Als es nun ins Grab versenkt und Erde über es hingedeckt war, so kam auf einmal sein Ärmchen wieder hervor und reichte in die Höhe. Und wenn sie es hineinlegten und frische Erde darüber taten, so half das nicht, und das Ärmchen kam immer wieder heraus. Da musste die Mutter selbst zum Grabe gehen und mit der Rute aufs Ärmchen schlagen, und wie sie das getan hatte, zog es sich hinein, und das Kind hatte nun erst Ruhe unter der Erde. Zwei eigensinnige Kinder aus der Märchenwelt der Brüder Grimm haben wir Ihnen heute Abend schon vorgestellt. Mit gruseligen Märchen und den schaurigen Erlebnissen von Kindern geht es hier in HR2 Kultur noch bis 23 Uhr weiter. Dazu hören Sie Klaviermusik des Komponisten-Duos Georgi Iwanowitsch Georgiev und Thomas D. Hartmann. Das folgende Märchen, meine Damen und Herren, stammt aus Brasilien und nimmt das Schicksal einer ganzen Familie in den Blick. Schlangen, das werden Sie anschließend noch hören, spielen übrigens weltweit in Mythen und Märchen eine große Rolle. Es liest Helge Heinold. Der Mann, der eine Schlange wurde. Ein Mann verwandelte sich in eine Schlange. Seine Frau blieb eine Indianerin, er aber wurde eine Schlange. Zusammen gingen sie aus, um im Wald zu leben. Die Bananen im Bauch des Mannes wurden auch eine Schlange. Ein anderer Mann kam in den Wald und suchte nach ihnen. Er fragte die Frau, »Wo ist dein Ehemann?« »Er ist jagen gegangen«, antwortete sie. »Und wo gehst du hin?« »Ich habe dich gesucht.« »Mein Mann hat sich in eine Schlange verwandelt«, sagte sie. »Wirklich?« »Ja.« »Könnte ich ihn sehen?« »Ich werde dich verstecken.« Der Schlangenmann brachte einen Tapir und ein Wildschwein mit heim. »Welche Art von Leuten hast du mir zum Essen zubereitet?« fragte der Schlangenmann. »Das ist die Mahlzeit, die ich für dich zubereitet habe«, sagte sie. »Dann will ich sie essen«, sagte der Schlangenmann. Während der Nacht fing er an, im Schlaf zu reden. Sein Bauch war der einer Schlange und der Mund der eines Indianers und gleichermaßen sein Kopf. Als der Tag anbrach, stand der Besucher auf und lief zum Dorf zurück. Als er dort ankam,
erzählte er alles, was sich zugetragen hatte. Dann ging ein weiterer Mann zu dem Schlangenmann und seiner Frau schauen, kam zum Haus, setzte sich, wartete, bis der Schlangenmann mit einem Reh zurückkam. Aber danach verspeiste der Schlangenmann den Besucher. Als nächstes kam eine ganze Delegation aus dem Dorf. Sie wollten nach dem verschwundenen Mann schauen. Sie fragten, wo ist der Mann hin, der vor ein paar Tagen zu euch kam? Ist er schon wieder fort? Die Wahrheit ist, er wurde aufgegessen, sagte die Frau. Sie redeten. Mehr Leute aus dem Dorf kamen. Der Schlangenmann aß ein ganzes Dorf. Noch mehr kamen. Und als sie nach ihm fragten, sagte seine Frau, er sei zu Bett gegangen. Und die Dörfler töteten die Schlange. Die Frau des Schlangenmannes war schwanger. Und als sie gebar, brachte sie einen Haufen Schlangen zur Welt. Sie verbarg die Schlangenjungen im Mais. »Die Indianer haben euren Vater getötet«, sagte die Mutter den Kindern. »Deswegen sollen die Schlangen von diesem Tag an die Leute beißen, damit sie unter Schmerzen sterben.« »Wir werden die Schlangenkinder töten«, sagten die Indianer. Und sie begannen damit, die Maisstängel mit ihren Hacken abzuschlagen und die Kinder umzubringen. Die Schlangenkinder gruben sich tiefe Löcher und krochen hinein. Die Leute konnten sie nicht töten, vielmehr wurden sie von ihnen gebissen. In den frühen Tagen gab es noch keine Schlangen. Und dann wurde ein Indianer eine Schlange. Und dieser Schlangenmann zeugte Kinder. Von da an gibt es im Wald viele Schlangen. Später kehrte die Frau der Schlange zu den Indianern zurück. Thank you.
Klaviermusik von Georgi Iwanowitsch Georgiev und Thomas D. Hertmann sowie eine Auswahl schauriger Märchen begleiten Sie heute in HR2 Kultur durch den Abend. Vorhin las Helga Heinold das brasilianische Märchen vom Mann, der eine Schlange wurde. Und auch in der folgenden Geschichte von Ludwig Bechstein geht es wieder um eine Schlange. Das Tier taucht ja sowohl in der Mythologie als auch im Märchen immer wieder auf und es vereinigt dabei sowohl positive als auch negative Eigenschaften wie Heilkraft, Weisheit, aber auch Hinterlist. Der Brauch, eine Schlange mit Milch zu füttern, die dafür dem Haus Segen bringt, ist in ganz Europa, aber auch in Indien und Ägypten bekannt. In dem folgenden Märchen fordert eine Schlange diese Tradition auf ziemlich radikale Weise ein. Es heißt die Schlangenamme und erschien 1856 in Ludwig Bechsteins neuem deutschen Märchenbuch. Helge Heinold liest. Die Schlangenamme. Es war einmal eine arme Frau, erzählte die Schlange. Die ging eines Morgens auf die Wiese, Gras zu mähen, und trug mit sich ihr kleines Kind, das noch an ihrer Brust trank. Sie legte das Kindlein, als sie dasselbe gestillt hatte und es eingeschlafen war, sanft auf den Rasenrain, wo sie es weich und sorglich bettete, unter den Schatten einer alten Weide, welche hohl war. Im Stamme dieser Weide aber wohnte eine Schlange. Die Frau wartete fleißig ihrer Arbeit bis zur Stunde des Mittags, in der sie ihre Sense niederlegte und hin zu ihrem lieben Kinde ging, ihm wieder Nahrung zu geben, sowie auch selbst ihr Mittagsbrot zu genießen. Als letzteres geschehen war, legte sie ihr Kindlein an ihre Brust und summte ihm ein Schlummerlied. Und da der Tag sehr heiß war und die Arbeit des Grasmähens die Frau auch ermüdet hatte, so entschlummerte sie selbst. Und das Kind ließ ab von der Brust der Mutter und schlief in ihren Armen sanft ein. Das alles hatte die kleine Schlange gesehen, die im Stamme der alten Weide wohnte, weil sie hervorgekrochen war, sich zu sonnen und zu sömmern in der heißen Mittagsluft. Und weil wir Schlangen gerne Milch trinken, so schlich sie sich sachte herbei und saugte sich an der Brust der jungen Mutter an und trank mit großem Behagen die süße Muttermilch. Aber groß war der Schrecken jener Frau, als sie aus ihrem Schlummer erwachte und nun gewahrte, welch einen ungebetenen Gast sie ernährte. Da erwachte die alte Feindschaft zwischen den Weibern und der Schlange auf das Höchste. Aber der Schlange gefiel es allzu wohl da, wo sie war, und die Frau durfte sie nicht mit Gewalt wegreißen, denn gleich beim ersten Versuch hielt sich die Schlange so fest, dass es schmerzte. Und die junge Mutter musste gewärtigen, dass die Schlange sie beißen würde, wenn sie ihr Gewalt antue. Da blieb nun der Frau für ihr Kindlein nur die eine Brust, und die andere behauptete die Schlange, die nicht mehr abließ, zumal die Milch ihr wundersam zum Wachstum gedieh, und dem Kindlein schadete es auch nicht im Mindesten, dass es an der Schlange eine Milchschwester hatte, es gedieh ebenfalls und wuchs mit der Schlange um die Wette. Die Frau hätte ganz zufrieden sein können, denn wo Schlangen wohnen, kehrt Glück und Segen ein. Wenn nicht das blöde Vorurteil und die Furcht gewesen wäre, die Schlange würde sie stechen, als ob wir Schlangen einen Stachel im Maule hätten. Auch nennen die Menschen uns hässlich, während sie sich für schön halten und so beschränkt in ihrem Verstand sind, nicht einsehen zu können, dass die ganze Schöpfung kein so vollendet schönes Geschöpf aufzeigt, als eine Schlange ist. Rundung und Fülle, frei von der Unzier hässlicher Haare und Borsten, Anmut in jeder Bewegung, voll Kraft im tadellosen Wellenbau unseres Körpers, der unentstellt ist durch eckige, krallige Glieder oder Stelzbeine. Da sich nun aber fort und fort jenes Weib abhärmte und die Schlange sich fort und fort an ihr ernährte und bereits die Dicke eines Menschenarmes erreicht hatte, so musste das Kind entwöhnt werden. Aber die Schlange ließ sich nicht entwöhnen. Die wuchs und wuchs,
und die Frau musste einen Tragbeutel anfertigen, in welchem sie den schweren Schlangenleib trug, während der Schlangenrachen fest an ihre Brust geheftet blieb. Zum Unglück hatte die Frau auch noch den Hohn ihrer Nachbarn, die ihr den Namen Schlangenamme beilegten. Schon 10 Monate trug jene Frau die Schlange, da kam von ungefähr ein Fremder in das Dorf. Der hörte die Mähre, von der alle Welt sprach, und ging zu der Frau und sah den Gast und ihre sich abzehrende Gestalt und ihren Jammer, dass die Schlange nicht von ihr abließ, und sagte ihr: »Frau, ich will euch wohl von dieser Schlange helfen, wenn ihr mir im Vertrauen nach dem Walde folgen wollt und euch nicht fürchten, wenn ihr der Schlange noch mehr seht, dass euch keiner ein Leid zufügt. Dafür stehe ich.« Dieser Mann war ein Schlangenbeschwörer. Die Frau folgte ihm vertrauungsvoll in den nahen Wald, darin er an einer baumfreien Stelle mit seinem Stabe einen Kreis zog und auf einem kleinen Pfeifchen gellend pfiff. Da rischelte und raschelte es bald darauf durchs Gras und Waldlaub und Büsche, und es kamen von allen Seiten Schlangen herbei, große und kleine, dass der Frau Angst und Bange ward und sie aus dem Kreise entspringen wollte, aber der Zauberer winkte ihr und bedeutete ihr, ruhig zu stehen, und blies wieder. Und da begannen alle Schlangen, ihre Köpfe und Oberleiber kerzengerade in die Höhe zu richten und zu tanzen. Und mit einem Male wurde auch die Schlange an der Brust der Frau unruhig, machte mit ihrem Leibe sanfte Bewegungen. Ihr Kopf ließ die Brust fahren und rasch schlüpfte sie aus dem Tuche, glitt zum Boden nieder und ringelte sich auf die anderen Schlangen zu, um mit ihnen zu tanzen, während der Zauberer auf seinem Pfeiflein lustige Stücke spielte. Da fühlte jenes Weib sich mit einem Male erlöst und war ganz glücklich. Sie konnte nun wieder ungehindert arbeiten, war nicht mehr der Gegenstand eines unvernünftigen Abscheues ihrer Mitmenschen, welche Wunders glaubten, womit die arme Frau sich versündigt habe, weil sie den Lindwurm tragen musste, und erzog mit Liebe und Sorgfalt ihr munteres Kindlein. Als das Kind mehrere Jahre alt geworden war, lief es eines Tages mit Nachbarskindern in den nahen Wald, dort Beeren zu suchen. Es war schon gegen Abend, und die Kinder waren noch nicht wieder nach Hause gekommen. Die Mutter saß mit einer Arbeit an ihrer Türe und sah von Zeit zu Zeit nach dem Ausgange des Waldes hin. Auf einmal hörte die Frau von dort her ein grässliches Geschrei der Kinder durcheinander und sah das Häuflein in eiligster Flucht aus dem Walde hervorstürzen und nach dem Dorfe zu. Aber ihr eigenes kleines Kindlein, das noch nicht so laufen konnte wie die größeren, war nicht darunter. Und da schrie ein Knabe: »Ein Wolf, ein Wolf!« Und ein zweiter schrie: »Ein Bär, ein großer Bär!« Und ein dritter: »Eine Schlange, eine gräuliche Schlange!« Dass der Mutter das Herz erschrak und sie aufsprang und nach dem nahen Walde hineilte. Vergebens fragte sie die Kinder, die in Hast an ihr vorbeieilten, nach ihrem eigenen Kinde. Keines stand ihr Rede. Die Angst jagte alle vorbei. Kaum war das geschehen, so sah die Frau einen großen Wolf, der noch einige wunderliche Sprünge machte, aber dann vor ihren Augen zusammenbrach und alle Viere von sich streckte. Voll Entsetzen eilte die Frau am Wolfe vorbei und erreichte den Saum des Waldes. Da bot sich ihr ein schrecklicher Anblick. Ein laut brüllender Bär bäumte sich, aber nicht gegen die Frau, sondern im Kampfe mit einer großen Schlange, die ihn eng umringelt hatte und ihm die Kehle zuschnürte. Und kaum hatte jene ihn aufrecht gesehen, so stürzte er nieder. Und neben der Stelle, wo er am Boden sich ausatmend und zuckend lag. O Wunder, da lag unversehrt und süß schlummernd das Kind der Frau, auf welches diese sich mit einem lauten Freudenschrei stürzte. Jetzt aber ringelte sich die Schlange vom Halse und Leibe des Bären los, und kaltes Entsetzen übergoss die Frau aufs Neue. Sie kannte diese Schlange. Die Schlange aber sprach zu ihr:
Du brauchst dich nicht vor mir zu fürchten. Die Schlangen sind nicht falsch und nicht undankbar, wie ihr Menschen euch einbildet und euch einredet und uns zu Sinnbildern eures Hasses stempelt. Du bist es, die mich so groß und stark gesäugt, dass ich imstande war, den Wolf und den Bär zu entseelen, die deinem Kinde Gefahr drohten. Ich habe Gutes mit Gutem gelohnt. Fahre wohl. Und sie ringelte sich in die Büsche. Ein armenisches Lied von Georgi Iwanowitsch Georgiev und Thomas D. Hartmann. Sie hören das Pfingstprogramm in HR2 Kultur mit Märchen von Hunger, Tod und Teufel. Heute Abend stehen schaurige Erlebnisse von Kindern im Mittelpunkt. Da dürfen natürlich Geschwistergeschichten nicht fehlen. Im Märchen stehen die Kinder ja entweder auf Tod und Leben füreinander ein, wie bei Hänsel und Gretel, oder sie suchen einen Vorteil, vor den anderen zu gewinnen. Meistens gewinnt dann der jüngste und dümmste Sohn, die Prinzessin. Das folgende Märchen, das die Brüder Grimm aufgeschrieben haben, heißt »Der singende Knochen«. Zwei Brüder wollen eine Aufgabe lösen. Sie ziehen gemeinsam los, aber nur einer kommt zurück. Es liest Jutta Gräb. Der singende Knochen. Es war einmal in einem Lande große Klage über ein Wildschwein, das den Bauern die Äcker umwühlte, das Vieh tötete und den Menschen mit seinen Hauern den Leib aufriss. Der König versprach einem jeden, der das Land von dieser Plage befreien würde, eine große Belohnung. Aber das Tier war so groß und stark, dass sich niemand in die Nähe des Waldes wagte, worin es hauste. Endlich ließ der König bekannt machen, wer das Wildschwein einfange oder töte, solle seine einzige Tochter zur Gemahlin haben. Nun lebten zwei Brüder in dem Lande, Söhne eines armen Mannes, die meldeten sich und wollten das Wagnis übernehmen. Der Älteste, der listig und klug war, tat es aus Hochmut, der Jüngste, der unschuldig und dumm war, aus gutem Herzen. Der König sagte, damit ihr desto sicherer das Tier findet, so sollt ihr von entgegengesetzten Seiten in den Wald gehen. Dann ging der Älteste von Abend und der Jüngste von Morgen hinein.
und als der Jüngste ein Weilchen gegangen war, so trat ein kleines Männlein zu ihm, das hielt einen schwarzen Spieß in der Hand und sprach: »Diesen Spieß gebe ich dir, weil dein Herz unschuldig und gut ist. Damit kannst du getrost auf das wilde Schwein eingehen, es wird dir keinen Schaden zufügen.« Er dankte dem Männlein, nahm den Spieß auf die Schulter und ging ohne Furcht weiter. Nicht lange, so erblickte er das Tier, das auf ihn losrannte, er hielt ihm aber den Spieß entgegen, und in seiner blinden Wut rannte es so gewaltig hinein, dass ihm das Herz entzwei geschnitten ward. Da nahm er das Ungetüm auf die Schulter, ging heimwärts und wollte es dem Könige bringen. Als er auf der anderen Seite des Waldes herauskam, stand da am Eingang ein Haus, wo die Leute sich mit Tanz und Wein lustig machten. Sein ältester Bruder war da eingetreten und hatte gedacht, das Schwein liefe ihm doch nicht fort, erst wollte er sich einen rechten Mut trinken. Als er nun den Jüngsten erblickte, der mit seiner Beute beladen aus dem Wald kam, so ließ ihm sein neidisches und boshaftes Herz keine Ruhe. Er rief ihm zu: »Komm doch herein, lieber Bruder, ruhe dich aus und stärke dich mit einem Becher Wein.« Der Jüngste, der nichts Arges dahinter vermutete, ging hinein und erzählte ihm von dem guten Männlein, das ihm einen Spieß gegeben, womit er das Schwein getötet hätte. Der Älteste hielt ihn bis zum Abend zurück, da gingen sie zusammen fort. Als sie aber in der Dunkelheit zu der Brücke über einen Bach kamen, ließ der Älteste den Jüngsten vorangehen, und als er mitten über dem Wasser war, gab er ihm von hinten einen Schlag, dass er tot hinabstürzte. Er begrub ihn unter der Brücke, nahm dann das Schwein und brachte es dem König mit dem Vorgeben, er hätte es getötet, worauf er die Tochter des Königs zur Gemahlin erhielt. Als der jüngste Bruder nicht wiederkommen wollte, sagte er, das Schwein wird ihm den Leib aufgerissen haben, und das glaubte jedermann. Weil aber vor Gott nichts verborgen bleibt, sollte auch diese schwarze Tat ans Licht kommen. Nach langen Jahren trieb ein Hirt einmal seine Herde über die Brücke und sah unten im Sande ein schneeweißes Knöchlein liegen und dachte, das gäbe ein gutes Mundstück. Da stieg er herab, hob es auf und schnitzte ein Mundstück daraus für sein Horn. Als er zum ersten Mal darauf geblasen hatte, so fing das Knöchlein zur großen Verwunderung des Hirten von selbst an zu singen. »Ach, du liebes Hirtelein, du bläst auf meinem Knöchelein, mein Bruder hat mich erschlagen, unter der Brücke begraben, um das wilde Schwein für des Königs Töchterlein.« »Was für ein wunderliches Hörnchen«, sagte der Hirt, »das von selber singt, das muss ich dem Herrn König bringen.« Als er damit vor den König kam, fing das Hörnchen abermals an, sein Liedchen zu singen. Der König verstand es wohl und ließ die Erde unter der Brücke aufgraben. Da kam das ganze Gerippe des Erschlagenen zum Vorschein. Der böse Bruder konnte die Tat nicht leugnen, ward in einen Sack genäht und lebendig ersäuft. Die Gebeine des Gemordeten aber wurden auf den Kirchhof in ein schönes Grab zur Ruhe gelegt. Thank you.
Die Initiation der Priesterin, so nannten Georgi Iwanowitsch Georgiev und Thomas de Hartmann diese Gemeinschaftskomposition, die sogleich auch die umfangreichste ihrer Kooperation ist. In HR2 Kultur, meine Damen und Herren, hören Sie heute Abend Märchen von Hunger, Tod und Teufel. Der Tod begegnet uns oft in den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm. Meist sterben die Eltern, manchmal aber auch die Kinder, so wie in dem kurzen folgenden. Es heißt das Totenhemdchen und gehört vielleicht zu den traurigsten der Sammlung. Es liest Henning Fenske. Das Totenhemdchen. Es hatte eine Mutter ein Büblein von 7 Jahren. Das war so schön und lieblich, dass es niemand ansehen konnte, ohne ihm gut zu sein. Und sie hatte es auch lieber als alles auf der Welt. Nun geschah es, dass es plötzlich krank ward und der liebe Gott es zu sich nahm. Darüber konnte sich die Mutter nicht trösten und weinte Tag und Nacht. Bald darauf aber, nachdem es begraben war, zeigte sich das Kind nachts an den Plätzen, wo es sonst im Leben gesessen und gespielt hatte. Weinte die Mutter, so weinte es auch, und wenn der Morgen kam, war es verschwunden. Als aber die Mutter gar nicht aufhören wollte zu weinen, kam es in einer Nacht mit seinem weißen Totenhemdchen, in welchem es in den Sarg gelegt war und mit dem Kränzchen auf dem Kopf, setzte sich zu ihren Füßen auf das Bett und sprach: »Ach, Mutter, höre doch auf zu weinen, sonst kann ich in meinem Sarge nicht einschlafen, denn mein Totenhemdchen wird nicht trocken von deinen Tränen, die alle darauf fallen.« Da erschrak die Mutter, als sie das hörte, und weinte nicht mehr. Und in der anderen Nacht kam das Kindchen wieder, hielt in der Hand ein Lichtchen und sagte: »Siehst du, nun ist mein Hemdchen bald trocken, und ich habe Ruhe in meinem Grab.« Da befahl die Mutter dem lieben Gott ihr Leid, und er trug es still und geduldig, und das Kind kam nicht wieder, sondern schlief in seinem unterirdischen Bettchen. Eine Hindu-Melodie, Klaviermusik von Georgi Iwanowitsch Georgiev und Thomas D. Hartmann. Sie hören HR2 Kultur mit Märchen von Hunger, Tod und Teufel.
Heute haben wir traurige und grausige Märchen von Kindern ausgewählt. Dazu gehörte das Totenhemdchen aus der Märchensammlung von Jakob und Wilhelm Grimm, vorgelesen von Henning Fenske. Und dazu gehört auch ein Märchen, das aus Georg Büchners Drama Woyzeck stammt. Das Märchen der Großmutter gilt als Antimärchen, denn es verspricht kein Heil und keine Erlösung. Sie hören es gleich in einer Aufnahme aus den 60er Jahren. Es liest die große Theaterschauspielerin Tilla Durieux. Es war einmal ein arm Kind und hat keinen Vater und keine Mutter. War alles tot und war niemand mehr auf der Welt. Alles tot. Und es ist hingangen und hat gesucht, Tag und Nacht. Und weil auf der Erde niemand mehr war, wollt's in den Himmel gehen. Und der Mond guckt es so freundlich an. Und wie es endlich zum Mond kam, war's ein Stück Faulholz. Und da ist es zur Sonne gegangen. Und wie es zur Sonne kam, war's ein verwelkt Sonneblum. Und wie's zu den Sternen kam, waren's kleine goldene Mücken, die waren angesteckt, wie der Neuntöter sie auf die Schlehen steckt. Und wie's wieder auf die Erde wollt, war die Erde ein umgestürzter Hafen. Und es war ganz allein. Und da hat sich's hingesetzt und geweint. Und da sitzt es noch und ist ganz allein.